Mit feierlichen Worten wurde am Samstag in Sonthofen die Messe Alvita im Haus Oberallgäu eröffnet. Zum ersten Mal fand diese Messe statt. Die Besucher konnten sich unter anderem über Produkte zu den Themen Fitness, Ernährung sowie über gesundes Leben und alternative Medizin informieren. Ja, wir haben hier die Themen Gesundheit und Sport und Bewegung. Das heißt also sowohl jetzt hier einfach für Leute, die, sage ich mal, Krankheit gehabt haben oder irgendwo einen Unfall gehabt haben und wirklich gesundheitliche Beschwerden haben, für die praktisch wieder Möglichkeiten, gesund zu werden, wieder auf die Beine zu kommen, Rehabilitation, Therapie ist da mit Sicherheit ein Stichwort. Und auf der anderen Seite aber einfach auch das Thema Prävention. Das heißt, wie halte ich mich gesund, wie bleibe ich fit? Durch gesunde Ernährung, durch Fitness, durch Sport. Und diese, sage ich mal, beiden Schwerpunkte wollen wir hier so aufgreifen und wollen das Ganze halt mit diesen Ausstellern thematisieren. Insgesamt 55 Aussteller präsentierten sich auf dem Gelände und sorgten für einen informativen Messebesuch. So konnte man sich unter anderem am Stand des Klinikverbunds Kempten-Oberallgäu über den neuen Zusammenschluss informieren, neue Therapieansätze und Innovationen ausprobieren oder bei den Johannitern seine Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen. Das Besondere ist, dass wir der Bevölkerung darlegen, dass die Vorsorge außerordentlich wichtig ist. Wir sind meistens eben erst tätig, wenn wir wirklich krank sind, und dann wird auch geholfen mit den Medikamenten. Aber sich vorzusorgen, darauf hingewiesen zu werden über die verschiedenen Möglichkeiten, das kommt bei dieser Messe in ganz besonderer Weise zum Ausdruck. Im Messezelt von Drescher und Lung durften sich die Besucher auf einem eigens aufgebauten Parcours im Umgang mit dem Rollstuhl versuchen. Dabei wurde deutlich, mit welchen Schwierigkeiten Rollstuhlfahrer im Alltag zu kämpfen haben. Durch das ansprechende Angebot der Messe schauen auch die Organisatoren der Alvita mit positiven Blick in die Zukunft. Ja, wir sehen schon eine Zukunft natürlich da drin. Darum war es ja auch die Intention, diese Messe hier ins Leben zu rufen. Weil wir einfach denken, dieser Gesundheitsmarkt wird wachsen, das Angebot wird wachsen. Ich denke einfach auch, die Menschen brauchen hier Möglichkeiten, sich zu informieren, auch direkt bei den Anbietern zu informieren. Von dem her gehen wir da schwer davon aus, dass die Messe wachsen wird, und wollen die also auch jährlich hier in Sonthofen im Oberallgäu etablieren. Gesundheit, das Thema der Zukunft also. Ein Thema, das alle angeht, egal ob jung oder alt.